Guten Tag und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Politik-Talk von OpenWeb TV aus dem Bürgerhaus Bennohaus in Münster. Freier Handel, Dienstleistungsaustausch, Abbau von Zöllen und Handelsbeschränkungen, Harmonisierung wirtschaftlicher Standards. Das geplante transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA ist ein Thema, das derzeit in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert wird. Intensiv deswegen, weil es von Teilen der Bevölkerung und der Politik als Bedrohung angesehen wird. Auch wir wollen heute aus unserem Münsteraner Mikrokosmos heraus über dieses Thema sprechen. Folgende Gäste haben wir dazu eingeladen. David Schrock ist Lehrer für Sozialwissenschaften und Geschichte. Der Münsteraner ist gleichzeitig Vorsitzender des europafreundlichen Verbandes Junge Europäische Föderalisten Deutschland, kurz JEF. Hannes Dräger ist Mitarbeiter im Wahlkreisbüro des linken Bundestagsabgeordneten Hubertus Debel aus Münster. Dräger ist zudem Sprecher des Bündnisses Münster gegen TTIP. Jetzt haben Sie unsere Gäste zumindest einmal im Bild gesehen. Wir wollen Ihnen natürlich aber auch noch die Chance geben, sich einmal kurz selber vorzustellen und natürlich auch die Organisationen, für die Sie stehen. Da würde ich Herrn Schrock bitten, einmal anzufangen. Ja, mein Name ist David Schrock, ich bin 31 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Oldenburg in Niedersachsen und wohne seit ungefähr 10 Jahren in Münster und ich habe im Jahr 2011 hier in Münster eine Ortsgruppe des Vereins Junge Europäische Föderalisten gegründet, der sich zum Ziel setzt, die Europäische Union in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und vor allen Dingen auch um politische Bildungsarbeit zu betreiben, aber eben vor allen Dingen auch als Forum zu dienen, als überparteiliches Forum zu dienen für eben Diskussionen wie zum Beispiel die Veranstaltung TTIP. Das ist so der Hintergrund. Dankeschön, Herr Schrock. Herr Dräger, machen Sie bitte weiter. Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Hannes Dräger. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Berlin, bin dort in Kreuzberg zur Schule gegangen und bin auch in dieser Zeit politisiert worden. Es war zu Zeiten des Irakkrieges, wo sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und dann kam eben auch die Gründung der neuen Linkspartei, wo ich mich dem angeschlossen habe. Habe dann hier angefangen zu studieren. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Und als dann das Thema TTIP aufkam, habe ich dann gedacht, mit vielen anderen Leuten zusammen, es wird Zeit, dass wir auch hier in Münster ein Bündnis gründen, was sich dann Münster gegen TTIP nennt, wo sich sehr viele Organisationen bisher angeschlossen haben, bis hin zur SPD. Und genau, seitdem, ungefähr seit einem halben Jahr, bin ich darin aktiv und habe so eine Art auch Sprecherfunktion. Okay, danke schön, Herr Dräger. Um dann gleich auch ins Thema einzusteigen und in die Diskussion einzusteigen, wollen wir uns dem Thema TTIP allerdings erstmal ein bisschen annähern, würde ich vorschlagen. Welche Ziele mit TTIP verbunden sind und wie das Abkommen wirken soll, darüber haben die YouTube-Kollegen von Explain It einen informativen Clip veröffentlicht und den sehen wir uns jetzt einmal an. Bitte schön. Explain It erklärt: Das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Nordamerika. Das ist Peter. Peter ist Unternehmer und stellt Erdnussröstmaschinen her. Die verkauft er hauptsächlich in die USA. Zum Beispiel an Jim, der eine Peanut-Plantage hat. Bei der Einfuhr seiner Maschinen in die USA muss Peter Zoll bezahlen und viele Dokumente ausfüllen. Das macht die Maschinen für Jim und alle anderen Kunden in den USA teurer. Und genauso geht es Jim mit seinen Erdnüssen, die er in die EU exportiert. Das soll sich jetzt ändern. Durch ein Freihandelsabkommen zwischen vielen Staaten Europas und Nordamerikas. Offiziell heißt das Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Durch das TTIP entsteht eine Freihandelszone. Darin kann jeder uneingeschränkt seine Waren verkaufen, ohne Zölle, Mengenbeschränkungen und Bürokratie. Klingt gut, finden Peter und Jim. Schließlich kann Peter seine Erdnussröstmaschinen dann in den USA zum gleichen Preis anbieten wie in Europa, weil er keine Zölle mehr bezahlen muss und der Papierkrieg vorbei ist. So verkauft er am Ende mehr Maschinen. Und wenn das alle Unternehmen machen können, dann wächst im besten Fall die Wirtschaft, es gibt höhere Einkommen und weniger Arbeitslose. Aber gleichzeitig werden auch Gesetze und Standards angeglichen. Ein Beispiel.
Jim hat seine Erdnüsse mit Hilfe von Gentechnik so verändert, dass sie resistent gegen Pilzbefall sind. In den USA ist das nichts Besonderes, aber mit dem TTIP darf Jim seine Erdnüsse auch in Europa verkaufen, wo gentechnisch veränderte Lebensmittel strengen Regeln unterliegen. Das TTIP bedeutet nämlich, ein amerikanisches Unternehmen darf in Europa alles verkaufen, was es auch in den USA verkaufen darf. Und umgekehrt. Und die Angleichung von Standards betrifft noch andere Bereiche. Zum Beispiel die Finanzmärkte, die in den USA seit der Finanzkrise stärker reguliert sind. Die niedrigeren europäischen Standards können dazu führen, dass die Regulierung auch in den USA wieder zurückgefahren wird. Oder die Umwelt. Das europäische Fracking-Verbot steht dann auf der Kippe, denn in den USA ist Fracking erlaubt. Wenn ein Staat gegen das Abkommen verstößt, dann kann ihn ein Unternehmen dafür verklagen. Dazu ein Beispiel. Ein europäisches Land führt ein neues Gesetz zur Medikamentensicherheit ein. Ein amerikanisches Unternehmen sieht darin das TTIP verletzt und verklagt den europäischen Staat auf Entschädigung. Ein solches Verfahren wird dann vor einem sogenannten Schiedsgericht verhandelt und ist nicht öffentlich. Überhaupt ist vieles am TTIP nicht transparent. Das Abkommen wird hinter verschlossenen Türen verhandelt und damit ohne demokratische Kontrolle. Dabei betrifft es nicht nur Leute wie Peter und Jim, sondern 800 Millionen Menschen. Als Peter das nächste Mal vor dem Erdnussregal im Supermarkt steht, ist ihm klar, zwar kann er seine Maschinen mit dem TTIP einfacher in den USA verkaufen und die Erdnüsse sind bei uns günstiger, aber beim TTIP geht es längst nicht nur um Peanuts. Soweit also der Clip von Explain It und soweit die Eckpunkte, worum es bei TTIP geht. Herr Dreger, es klang jetzt schon einiges auch an Kritik an TTIP in diesem Film an. Vielleicht können Sie uns in Ihren eigenen Worten einfach nochmal schildern, wofür TTIP für Sie steht, was TTIP für Sie überhaupt ist. Ja, ich finde, also der Film hat eigentlich in der zweiten Hälfte schon die wesentlichen Kritikpunkte schon mal angerissen. Zu denen kommen wir sicherlich auch noch. Also ich würde im Groben und Ganzen würde ich sagen, dass TTIP eigentlich ein Projekt der Konzerne ist, um sozusagen zu versuchen, ihren Profit noch weiter zu generieren. Wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren überhaupt schon an Krisen in der Welt passiert ist, also Wirtschaftskrisen, und die Konzerne ja sozusagen auch gezwungen sind, aufgrund des Wirtschaftssystems immer wieder Profit zu machen, gibt es dort natürlich auch Strategien, wie man diese Profitmaschinerie aufrechterhält. Und deswegen wird halt sehr, sehr viel Geld darin investiert. Wir kommen ja vielleicht gleich nochmal auf die Frage von, was da für Kampagnen gefahren werden über die Medien und so weiter, dass sie sozusagen explizit versuchen, ihre Profite weiter voranzutreiben, noch zu erhöhen und dann eben über dieses Freihandelsabkommen jetzt eine Möglichkeit sehen, um das auch zu gewährleisten. Ich glaube, es geht letztendlich darum, die Profite der Banken und Konzerne zu sichern. Herr Schrock, Ihre Meinung dazu? Ergänzung, Antwort? Ja, für mich macht die ganze Diskussion über TTIP zeigt eigentlich mehrere Aspekte. Zunächst einmal finde ich spannend zu gucken, dass man, wenn man in die ganzen anderen europäischen Staaten guckt, dass also nirgendwo sonst, außer in Deutschland, dieses Abkommen also für eine derartige Resonanz auch in der Bevölkerung sorgt. Also wenn Sie nach Großbritannien gucken oder auch wenn Sie nach Frankreich gucken oder auch nach Italien, dann ist das mehr oder weniger ein Fachthema von einzelnen Leuten. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Empörung, wie wir sie in Deutschland haben, sich relativ in Grenzen hält. Das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, sondern Quantität, das heißt, macht nicht Qualität. Genau, das heißt es nicht, aber es ist erstmal zu konstatieren. Das heißt, die Deutschen kümmern sich sehr stark um dieses Thema oder es regt sehr viele Leute auf. Ich glaube, das zeigt auch eben diese Sorge, die viele Leute haben, dass sie fremdbestimmt werden. Mhm. Und dass es ein Thema der Unternehmen ist, ist, glaube ich, klar. Mhm. Also, dass es natürlich eine Frage ist für Unternehmen. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich die Frage stellen, ob nur weil es ein Thema für Unternehmen ist, ob das grundsätzlich schlecht ist. Also wenn Sie in die Geschichte gucken und auch wenn Sie in die Gegenwart gucken, ist es so, dass Freihandel natürlich grundsätzlich erstmal etwas Positives ist. Also Länder, die Freihandel betreiben,
die profitieren im Regelfall davon. Wenn Sie in die Europäische Union gucken, dort zum Beispiel sehen Sie das an dem Land Polen, was sogar durch die Finanzkrise von 2008 mit Wirtschaftswachstum gekommen ist, eben aufgrund der Tatsache, dass dort eben Freihandel tatsächlich zustande gekommen ist. Oder wenn Sie eben nach China gucken, seit Anfang der 90er Jahre, also kein Land hat so sehr vom Freihandel profitiert wie China. Das heißt, dort können Sie natürlich absolut positive Aspekte sehen. Das ist ja auch erklärtes Ziel von TTIP tatsächlich, dazu beizutragen. Wenn wir jetzt mal auf Ihren Verband gucken, Herr Schrock, gibt es innerhalb Ihres Verbandes eine einheitliche Position zu TTIP oder wird darüber diskutiert überhaupt? Wie steht man da zu diesem Freihandelsabkommen? Also ich würde sagen, dass das verläuft innerhalb unseres Verbandes, verläuft es ziemlich entlang der Parteilinien. Mhm. Also ich würde sagen, die Leute von der CDU sind stärker pro TTIP, die von der FDP sind tendenziell wirklich sehr, sehr stark in Richtung TTIP und sobald sie quasi in die Richtung gehen, sozialdemokratisch ist die Haltung sehr skeptisch und bei den Grünen zum Beispiel ist die große Sorge vor den genmanipulierten Lebensmitteln natürlich sehr stark und bei den Mitgliedern aus der Linken, die wir haben, ist diese Haltung natürlich vor allen Dingen sehr stark assoziiert mit Konzernkritik insgesamt. Aber solche Diskussionen bleiben ja schätzungsweise in einem überparteilichen Verband natürlich auch nicht aus. Was sind denn aus Ihrer Sicht, Herr Dräger hat jetzt gerade schon gesagt, dass es im Prinzip ein Abkommen tatsächlich für die Unternehmen ist. Sie haben das ja auch bis zu einem gewissen Grade gesagt. Was sind denn die Ziele, die nun die Europäische Union, also in Person der Europäischen Kommission zum Beispiel, mit TTIP verbinden aus Ihrer Sicht? Ja, also das ist, glaube ich, auch ein zentraler Aspekt. Also ich persönlich sehe dieses Thema auch sehr stark aus dieser politischen Richtung. Mhm. Wenn wir also schauen, dass natürlich sich die gesamten Welt, also das mehr oder weniger die Weltmächte in Anführungsstrichen, das verschiebt sich gerade. Und da ist natürlich dieses TTIP, aus politischer Sicht ist das natürlich einfach auch eine Chance für die Europäische Union. Es wird sehr schnell auch immer so getan, als würden die übermächtigen USA jetzt kommen und mehr oder weniger den Europäern dieses Abkommen überstülpen und die Europäer hätten keine Chance mehr. Tatsache ist ja auch, die Europäische Union hat über 500 Millionen Einwohner, mhm, und kann sich natürlich sehr gut auch dagegen wehren. Also es ist durchaus eine Sache auf gleicher Ebene oder auf gleicher also wo sich zwei Kontrahenten auf, in Anführungsstrichen, Handelspartner auf Augenhöhe begegnen. Die bekannte Augenhöhe. Also ich glaube, das ist vor allen Dingen auch natürlich, also viele Sachen sind zu kritisieren, ja, da würde ich mich auch nicht ausschließen, da habe ich auch Vorbehalte. Wie gesagt, dazu kommen wir ja auch noch. Aber ich glaube auch, dass es quasi im Hinblick auf die Zukunft im 21. Jahrhundert, also 60% aller Waren weltweit würden durch die Europäische Union und die USA gehandelt werden. Das ist, glaube ich, auch eine Chance für den demokratischen Westen, dort eben auch weltweite Standards zu setzen. Mhm. Durch Handel eben auch in Richtung Demokratie. Herr Dräger, wenn wir jetzt auf Ihre Verbandsarbeit einmal eingehen, wie arbeitet Ihr Bündnis denn genau? Also wie versuchen Sie, gegen TTIP vorzugehen? Was für Aktionen haben Sie? Genau, also wir haben uns, wie gesagt, vor einem halben Jahr etwa gegründet, weil es einfach also zum Beispiel bei der globalisierungskritischen Bewegung ATTAC gab es Leute, die gesagt haben, wir brauchen jetzt mal ein überparteiliches Bündnis. Da haben sich dann viele angeschlossen und wir treffen uns eigentlich seit einem guten halben Jahr regelmäßig im Institut für Theologie und Politik, also etwa alle ein bis zwei Wochen, überlegen dort zum einen, was die nächsten Schritte sein können. Wir haben seitdem eine Homepage aufgestellt, wir haben eine Facebook-Seite, die sehr gut läuft, wir haben in diesen sechs bis acht Monaten haben wir eine Menge auch Protestaktionen durchgeführt, also wir hatten im Oktober den globalen Aktionstag gegen TTIP, der dann auch in Münster dann von uns aus organisiert worden ist. Wir hatten jetzt vor kurzem nochmal einen Aktionstag, wo sich verschiedene Organisationen mit Infoständen und Aufklärungsmaterial beteiligt haben und wir überlegen eigentlich Woche für Woche immer wieder, wie können wir noch mal stärker in die Bevölkerung reinwirken, um über das Thema aufzuklären und was sind vielleicht auch bestimmte Punkte, wo wir auch provozieren können, wo wir auch quasi so ein bisschen so weckrufmäßig die Leute erreichen, die wir vielleicht sonst so mit, sage ich mal, mit normaler Pressearbeit vielleicht nicht erreichen.
Ja, Sie haben es angesprochen. Sie hatten gerade neulich, vor knapp 2 Wochen eigentlich erst, tatsächlich nochmal einen Aktionstag. Bei diesem internationalen Aktionstag gegen TTIP sind auch Sie hier in Münster auf die Straße gegangen. Wie das aussah, sehen wir uns einmal in einem Film an, den Sie auch auf Ihre Seite gestellt haben, wo wir auch am Anfang Sie als Person sehen werden. Ja, wir sind heute hier, um ein Zeichen gegen das Freihandelsabkommen TTIP zu setzen. Wir machen hier gerade einen Infostand von der Linken, hier in der Innenstadt, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was TTIP bedeutet, vor allem auch hier vor Ort. Es drohen ja auch hier Privatisierungsmaßnahmen, es drohen sozusagen Einschnitte im Sozialsystem und davon sind eben auch die Münsteranerinnen und Münsteraner betroffen. Deswegen sind wir heute hier und das findet alles im Rahmen eines großen internationalen Aktionstags statt. Das heißt, in ganz vielen Städten, auch international, finden gerade Aktionen statt. Hier in Münster finden circa 10 Infostände statt von verschiedenen Organisationen und wir sind, wie gesagt, heute hier, um ein klares Zeichen zu setzen, weil wir eben glauben, dass TTIP Demokratie verhindert, dass TTIP gestoppt werden muss und vor allem, glaube ich, bringt es nicht viel, sozusagen jetzt auf Wahlen zu vertrauen oder darauf zu vertrauen, dass die Politiker doch sozusagen zur Einsicht kommen. Es ist vor allem wichtig, hier vor Ort aktiv zu sein und Druck auf der Straße aufzubauen. Deswegen sind wir heute hier. Hallo. Ich bin Maria Winkel aus Münster. Ich bin für die SPD im Rat und ich bin gegen TTIP. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass die SPD in Münster sich für den Abbruch der Verhandlungen ausgesprochen hat. Das war ein toller Parteitag. Die Mehrheit war riesengroß und es war wirklich schön. Und jetzt stehe ich hier auf der Straße und kämpfe weiter gegen TTIP. Ich bin Lukas, wir sind hier von Greenpeace und wir demonstrieren heute gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Wir glauben, dass TTIP vor allem Konzerninteressen bedient und wir glauben, dass wichtige andere Interessen, wie zum Beispiel Umweltschutz und wie die Interessen der Schwellen- und Entwicklungsländer in diesem Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU nicht genug berücksichtigt werden. Wir glauben, dass TTIP in der jetzigen Form vor allem Konzerninteressen bedient. Das hat zur Folge, dass Länder, dass demokratisch gewählte Regierungen sich gar nicht mehr trauen, wirksame Sozial- und Umweltstandards einzuführen. Außerdem ist es so, dass TTIP in der jetzigen Form den Menschen in den Entwicklungsländern große wirtschaftliche Nachteile bringt. Das hat nichts mit nachhaltiger Entwicklung zu tun, das ist einfach nur ungerecht. Das Vorsorgerecht der EU ist ernsthaft in Gefahr, Fracking kann kommen. Und andere umweltschädliche Dinge können auch passieren, wenn das Freihandelsabkommen TTIP wirklich durchgewunken wird, wie es momentan danach aussieht. Wir stehen hier, weil wir die Bürger darauf aufmerksam machen wollen, dass es nicht zu spät ist, noch zu protestieren. Wir glauben, wir können wirklich was verändern, wenn wir es nur wollen. Und wir glauben, das müssen wir auch. Denn die Menschen in den Entwicklungsländern und die Umweltinteressen, die fordern absolut, dass wir uns hier einsetzen. Und das tun wir und ich bin guten Mutes, dass unsere Stimme da ein Gewicht hat. Herr Dräger, wie wir jetzt gerade in Ihrem Film gesehen haben, sind also unterschiedliche politische Gruppierungen beteiligt, sowohl Parteien als auch NGOs, Verbände. Wer ist denn so alles in Ihrem Bündnis organisiert? Also wir freuen uns, dass das Bündnis sehr, sehr breit geworden ist. Mhm. Also es ist ja jetzt so, dass die SPD eigentlich auch aufgrund unserer Aktivitäten, würde ich auch sagen, dass das mit eine Rolle gespielt haben, weil wir doch sehr viel Druck gemacht haben und sehr viel präsent waren, darüber auch sozusagen Debatten innerhalb der Sozialdemokratie in Münster, also nicht jetzt auf Bundesebene, aber in Münster angestoßen haben, weshalb sich dann kritische Sozialdemokraten quasi auf ihren Parteitag durchgesetzt haben, dass sie sich gegen das TTIP aussprechen und sich damit quasi auch gegen ihren eigenen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der ja bekanntlich ein Befürworter ist, durchgesetzt haben. Was die Breite angeht, also wir haben Gewerkschaften mit dabei, wir haben ATTAC mit dabei, wir haben sozusagen auch einzelne Leute, die jetzt keine Organisation angehören, die einfach aktiv werden wollen. Wir haben Umweltverbände dabei,
und eben Parteien, ÖDP, Linke, DKP, Piraten, genau, also sozusagen das Spektrum, SPD natürlich, Grüne sind auch dabei. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt nur als Mitglied der Linken dabei, sondern auch als Privatperson, ne? Genau, ja. Genau. Herr Schrock, wo sehen Sie vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf bei TTIP? Wo kann man da vielleicht nochmal nachsteuern bei diesem Freihandelsabkommen? Ja, also ich glaube, dass zwei Aspekte in dem Moment, da in dem Moment wichtig sind. Also ich glaube, dass die, dass bis zum heutigen Zeitpunkt, also dass die Politik sehr spät auf das Feld aufmerksam geworden ist im Hinblick auf Erklären. Also ich glaube, das, was da in dem Moment passiert momentan, seit 2013, dass diese Verhandlungen, die dort laufen, zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, dass man relativ spät gemerkt hat, wie wichtig das auch gerade in Deutschland der Zivilbevölkerung ist. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, dass Formate wie zum Beispiel unsere Mutterorganisation, die Europa-Union, das anbietet, dass es überparteiliche Foren gibt, in denen Leute sich tatsächlich auch darüber austauschen können. Also wir haben zum Beispiel veranstalten momentan durch die Bundesrepublik Veranstaltungen mit Europaabgeordneten, mit Bundestagsabgeordneten auch, die sich über diese Thematik mit der Thematik auskennen, die an der Verhandlung tatsächlich beteiligt sind, und die kommen dann mit den Bürgern ins Gespräch. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und vielleicht inhaltlich ist es, glaube ich, der entscheidende Punkt, der auch da aufgekommen ist, ist eben die Frage der Schiedsgerichte, die da in dem Moment aufgeworfen wurde, weil das eben also den Finger in die Wunde der demokratischen Partizipation natürlich legt. Also sprich die Frage, wie gehen wir in Zukunft eben mit Firmeninteressen und der Frage um der Verklagbarkeit auch von Staaten. Wir wissen zwar, dass es in 80 Staaten auf der Welt werden solche Schiedsgerichtsabkommen durchgeführt, aber ich glaube, dass gerade diese Verhandlungen über TTIP zwischen den USA und Europa nochmal die Möglichkeit geben, sich neu darüber zu unterhalten, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, innerhalb des rechtsstaatlichen Rahmens solche Streitigkeiten gegebenenfalls beizulegen. Eben diese Schiedsgerichte, da hat ja auch der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker inzwischen gesagt, dass er sowohl die europäischen Rechtsstaaten als auch den amerikanischen Rechtsstaat eigentlich als gewappnet genug sieht und deswegen jetzt solche Schiedsgerichte nicht unbedingt für nötig hält. Offene Frage an Sie beide vielleicht, ob Sie diesen Aussagen tatsächlich Glauben schenken, vielleicht erst an Sie. Also ich glaube denen nicht. Ich glaube, dass das eher ein Ablenkungsmanöver ist, um die Leute zu beruhigen. Die ganze Struktur der Verhandlungen von TTIP jetzt ist ja eine einzige Geschichte von Geheimhaltung und Vertuschung. Also wenn man sich anguckt, wie diese Verhandlungen geführt werden, dann ist klar, die Öffentlichkeit ist komplett ausgeschlossen. Das sagt auch was über das Demokratieverständnis der EU-Kommission aus, die ja sozusagen alles tut, um die Öffentlichkeit quasi fernzuhalten davon, was da eigentlich genau verhandelt wird. Ich persönlich kann auch nicht im Detail sagen, was da verhandelt wird. Wissen das nur ein paar Vertreter in der sozusagen hohen Bürokratie der EU und interessanterweise nicht nur die, sondern eben auch Lobbyisten. Also Brüssel ist ja ist eigentlich die europäische Hauptstadt der Lobbyisten, und die haben einen massiven Einblick in die ganze Sache. Es gab Zahlen, wonach es gab dann immer wieder auch Treffen zwischen hohen Beamten und Vertreter der Industrie, und sozusagen es wurde dann verkauft als ein Treffen mit der Zivilgesellschaft. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, dann waren 93% dieser Treffen eben Vertreterinnen und Vertreter der Industrie, das heißt sozusagen Lobbyisten, die ein bestimmtes Interesse haben, also das Freihandelsabkommen in eine bestimmte Richtung zu lenken oder auch die Verhandlungen zu lenken. Insofern würde ich jetzt sagen, begegne ich dieser Aussage, dass jetzt diese Schiedsgerichte jetzt vielleicht doch noch mal irgendwie in Frage gestellt werden, mit großer Skepsis. Aber wenn wir jetzt einmal ein wenig Haare spalten und sagen, die Europäische Kommission ist beteiligt, die sind Teil der repräsentativen Demokratie, insofern ist die Bevölkerung da schon mit im Boot. Ich weiß nicht, Herr Schrock, könnten Sie dem zustimmen oder sehen Sie das wie Herr Dräger auch kritisch? Ja, ich meine, also es ist natürlich so, dass Herr Dräger hat natürlich jetzt gerade so ein bisschen das hohe Lied der EU-Kritik gesungen. Dem würde ich mich so in der Form nicht anschließen wollen. Dass Brüssel die Hauptstadt der Lobbyisten ist, das ist so ein Forenbeitragsniveau, was ich also sehr, sehr schwierig finde. Also wenn Sie nach Berlin gehen, werden Sie prozentual abgerechnet, werden Sie genauso viele Lobbyisten dort in dem Moment finden, wenn Sie nach
Madrid fahren, werden Sie dort entsprechend Leute, Lobbyisten finden. Und ich will ihm nicht zu nahe treten, aber im weitesten Sinne ist er auch ein Lobbyist, der natürlich versucht, dort seine Interessen natürlich durchzusetzen, eben gegen TTIP. Also von daher ist, glaube ich, der Begriff Lobbyist ist extrem negativ besetzt. Aber es bedeutet eigentlich nichts anderes als erstmal einen Wettkampf um Einfluss auf bestimmte Ideen. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man darüber streiten kann. Ist das jetzt quasi, ist die Öffentlichkeit genügend hergestellt? Tatsache ist aber auch, solche Abkommen werden traditionell natürlich erst hinter verschlossenen Türen diskutiert, weil man dort natürlich auch offen Argumente austauschen kann. Wenn man sofort auf die offene Bühne geht, das habe ich auch bei verschiedenen TTIP-Veranstaltungen gemerkt, dann geht relativ schnell auch das Gebrülle los, also alle hauen aufeinander ein und also eine konstruktive Debatte ist dann in dem Moment kaum noch möglich. Und ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass man sich über verschiedene Sachargumente austauscht, hinter verschlossenen Türen, also dass man dort das vorarbeiten kann und dass man dann natürlich den Schritt aus der verschlossenen Tür heraus macht und dann in die Öffentlichkeit geht, um eben auch Sachen, die kritisch sind, nachzuverhandeln. Und genau das passiert ja momentan auch. Da haben Sie ja auch schon selber gesagt, das ist etwas zu lange eben auch versäumt worden, tatsächlich die Öffentlichkeit damit ins Boot zu holen. Sie haben vorhin angesprochen, Ihre Organisation und die Mutterorganisation, die Europa-Union, veranstalten regelmäßig Veranstaltungen zu diesem Thema. Hat Ihnen die Teilnahme an solchen Veranstaltungen jetzt persönlich geholfen, die Ziele besser nachvollziehen zu können, um die es bei TTIP geht, also eben Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt, Stützung? Meinen Sie, dass diese Ziele realistisch sind? Also ich persönlich habe sogar bei einer Veranstaltung tatsächlich schon mal auf so einem Podium gesessen. Mhm. Daran merkt man in dem Moment eben auch, dass die Haltung insgesamt innerhalb der Bevölkerung momentan eben auch bisweilen EU-kritisch ist. Ja, also es wird sehr viel, wird eben negativ mit Brüssel assoziiert, was eben selbst bei dem Flüchtlingsthema momentan, also es wird alles Negative wird nach Brüssel verschoben, dass in Wirklichkeit meistens die Nationalstaaten diejenigen sind, die verantwortlich sind für diese Angelegenheit, wird dabei wenig gesehen. Ich würde aber trotzdem sagen, also dass die, also Sie haben ja gefragt, ob es hilfreich für mich war. Mhm. Also ich finde sehr viele Argumente, die ausgetauscht werden. Das Beispiel ist ja das Chlorhühnchen zum Beispiel oder die Gen-Mais-Debatte. Da kommen natürlich die ideologischen Grenzen, knallen da voll frontal aufeinander. Ich weigere mich da immer so ein bisschen, mich da so also in diese Untiefen der Ideologie hineinzubegeben. Wenn Sie sich das Beispiel Chlorhühnchen angucken, dann, also wenn Sie versuchen würden, eins von unseren Hähnchen in die USA zu verkaufen, dann sagen die USA, um Gottes Willen, ja, das ist ja die reinste Chemiewaffe, alles voll mit irgendwelchen Keimen, Antibiotika. Ja. Also von daher gibt es meistens zwei oder mindestens zwei Argumente für oder gegen diese Sache. Und ich glaube, also es ist halt auch ein demokratischer, in Anführungsstrichen, Kampf darum, wer jetzt sich bei dieser Diskussion durchsetzt. Die wirklich entscheidenden, besseren Argumente in vielen Bereichen habe ich dort nicht gehört und verfolge auch selber, also weiterhin, die Debatte mit großem Interesse. Ja, Herr Dreger, was läuft denn bei TTIP Ihrer Meinung nach genau falsch? Oder drücken wir es mal positiv aus, was hätte besser laufen können? Wie hätte es besser laufen können, Ihrer Meinung nach? Ja, ich wollte zunächst nochmal auf die Frage der Transparenz eingehen, weil ich glaube, weil sozusagen jetzt gerade gesagt worden ist, dass es ja eigentlich okay wäre, wenn die hinter verschlossenen Türen verhandeln. Also ich würde da schon Einspruch einlegen, weil ich glaube, Transparenz ist eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Wenn sich sozusagen, ich sag mal, Eliten in Hintertüren zusammenfinden mit Konzernvertretern, die ihre eigene Agenda fahren und das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Wir hatten ja gerade die Zahl, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und ich mache es mal ganz konkret. TTIP ist ja nicht sozusagen ein abstraktes Gesetz, was dann irgendwie eingeführt wird und niemanden betrifft. Also ich sage mal ganz konkret, für Münster könnte das bedeuten, dass Privatisierungsmaßnahmen einfacher werden, sozusagen, dass die Stadt Münster unter Druck gerät, hier unsere Stadtwerke zu verkaufen, weil eben dann über diese Schiedsgerichte auch Möglichkeiten entstehen könnten. Das heißt, es betrifft die Leute ganz konkret, wie fahren sie zur Arbeit, wie entwickeln sich die Buspreise, was passiert mit den Löhnen der Beschäftigten in diesem Bereich. Das sind Sachen, die sozusagen interessieren alle.
Und das ist sozusagen auch eine erste Forderung, dass alle Dokumente, die dort verhandelt werden, auf den Tisch kommen. Ich meine, sehen Sie, dann ist ja doch auch schon eine Antwort auf meine Frage. Ja. Wie könnten Sie sich das denn insgesamt besser noch vorstellen? Gibt es dort einzelne Ansatzpunkte, wo Sie sagen würden, kann ich im Prinzip eigentlich teilen, wenn man das so und so machen würde, wenn man das anders machen würde? Also es gibt ja so von Seiten der TTIP-Befürworter werden dann immer so Argumente gebracht, wie die Blinker werden dann irgendwie angeglichen oder die Ladekabel der Handys werden dann angeglichen, wogegen ich auch nicht viel haben könnte. Aber darum geht es bei TTIP nicht. Mhm. Bei TTIP geht es um viel grundlegendere Sachen. Und ich würde zum Beispiel sagen, die Struktur, so wie jetzt die Verhandlung läuft, so wie das angesetzt ist, macht es keinen Sinn, dort noch irgendwie zu versuchen, kleine Korrekturen da einzubauen, weil die Struktur so angelegt ist, dass sich am Ende nur die Konzerne durchsetzen können. Also ich habe ja gerade die Transparenz angesprochen. Es gibt einen Fall, wo eine TTIP-Kritikerin in die USA einreisen wollte, vor einem Jahr etwa. Die wurde an ihrer Einreise gehindert, weil sie sozusagen da sozusagen nicht ins Bild passte. Und das sind alles Fälle. Ich meine, man kann ja auch fragen, warum werden sozusagen diese Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geführt, wenn doch das Ganze eigentlich im Interesse der Mehrheit wäre, so wie es die Kommission behauptet, dann können sie auch alle Karten auf den Tisch legen. Deswegen sage ich, die Struktur ist so angelegt, dass man eigentlich nur zu der Forderung kommen kann, die Verhandlungen müssen abgebrochen werden und es muss, um mal jetzt so ein bisschen ganz weit in Alternativen zu denken, es muss eigentlich dahin gearbeitet werden, dass es zu einer solidarischen Ökonomie kommt, wo sozusagen schwache Länder, starke Länder auf Augenhöhe auch vielleicht auch mit einer regionalen Vernetzung eben Handel treiben können und nicht so wie es jetzt ist, dass die großen Multis quasi denn alles bestimmen, so wie es ja auch in den anderen Freihandelsabkommen, die es bisher in der Geschichte gab, passiert ist. Mhm. Vielleicht könnten wir da die europäische Perspektive noch einmal reinbringen. Ja. Zu der wollte ich auch gerne nochmal kommen, aber bitte sehr erstmal. Also ich glaube, also Herr Dreger hat es ja zu Recht gesagt, es ist eine Frage der Demokratie. Also wenn man jetzt merken würde, auch glaube ich in Umfragen, dass das TTIP also von einer riesen Mehrheit abgelehnt werden würde, ich glaube, dann würden wir die Diskussion auch gar nicht mehr führen. Das ist nur eben so nicht. Also selbst in Deutschland, wenn man Umfragen in dem Moment momentan macht, gibt sich das die Waage, also zwischen Befürwortern und Gegnern der Debatte. Zur Demokratie gehört eben auch, dass man quasi das akzeptieren muss, wenn die Mehrheit in dem Moment sich für TTIP am Ende entscheiden sollte und wenn man quasi das in die gesamte EU ummünzt, und darum geht es ja momentan, dann ist die Zustimmung deutlich innerhalb der Bevölkerung ist sie ganz, ganz deutlich. Also insofern, was uns sehr schnell passiert, ist, dass wir Deutschland wieder als den Nabel der Welt in dem Moment begreifen. Und das ist es natürlich nicht, sondern wir leben in einer europäischen Wirtschaft. Wir können natürlich sagen, wir wollen zurück zum Nationalstaat und wir treten aus der EU aus. Dann müssen wir natürlich eine ganz andere Diskussion führen. Aber ansonsten ist es natürlich ein europäisches Freihandelsabkommen. Und es werden europäische Standards in dem Moment dort festgesetzt. Und ja. Ich glaube, viel hat natürlich auch mit Angstmache zu tun. Also das jetzt, also entschuldigen Sie, aber zeigen Sie mir, wo im Freihandelsabkommen steht, dass die Stadt Münster die Stadtwerke Münster verkaufen müssen. Das ist natürlich auch ein Stück weit Straßenmeinungsmache, wo natürlich Leute kommen und sagen, oh Gott, also das ist natürlich also ganz gefährlich. Ich glaube, es ist auch eher so gemeint, dass das in letzter Konsequenz dann so kommen könnte. Ich glaube, das entbehrt natürlich jeglicher Grundlage. Das sind Behauptungen, die so natürlich nicht zu halten sind. Aber wollen wir jetzt erstmal nicht wieder von dieser europäischen Ebene runter? Sie haben es selber angesprochen. Für mich vielleicht ein ganz spannender Aspekt, der gerne vorgebracht wird von den Befürwortern eines Freihandelsabkommens, ist ja auch die Konkurrenz anderer Wettbewerber tatsächlich. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist es notwendig? Gibt es vielleicht eine Notwendigkeit oder gerät Europa sonst ins Hintertreffen gegenüber zum Beispiel dem Pazifikraum? Also gerade zu Anfang seiner Präsidentschaft hat ja Obama auch sehr stark mit dem ASEAN-Raum sich auseinandergesetzt. Also aus meiner Perspektive, also wenn ein Argument wirklich für TTIP spricht, dann ist es genau dieses, also sprich die Perspektive, dass natürlich die USA momentan sich so ein bisschen orientieren, China als mittlerweile, man könnte fast sagen, zweite Weltmacht und die Europäer, die natürlich da ins Hintertreffen zu geraten drohen. Und wenn Europa quasi auch im 21. Jahrhundert
bei den zentralen Aspekten, die Europa wichtig sind, nämlich Menschenrechte, nämlich auch die Frage, vernünftige Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Wenn Europa da in dem Moment ein Wort mitsprechen möchte, dann hat das natürlich auch ist ein gewichtiges Element ist dann natürlich auch, sich mit den Amerikanern zusammenzusetzen. Ich glaube, ein zentraler Aspekt eben bei TTIP ist, warum das auch von vielen Leuten gerade in Deutschland negativ gesehen ist, dass es eben um das Abkommen mit den USA geht. Auch da wieder, also für dieses Freihandelsabkommen hat Deutschland ja mehrere Dutzend mit anderen Staaten verhandelt. Hat sich kein Münster gegen Freihandelsabkommen mit was weiß ich was. Gegen das kanadische Abkommen sind sie ja auch organisiert. Gut. Aber das sind jetzt zwei, die aktuell sind. In den letzten 30 Jahren hat es das nicht gegeben, sondern die Leute sagen, ja, oh Gott, also hat dann stattgefunden. Da sind diese Demokratiedefizite nicht kritisiert worden. Das heißt nicht, dass es die da nicht schlimm waren, aber interessant ist ja doch der Fall, dass es eben gerade im Hinblick auf die USA wieder also diese Empörung stattfindet. Es hätte im Prinzip Ihrer Einschätzung nach dann eher auch schon in anderen Fällen beklagt werden müssen oder dürfen und jetzt nicht extra eben nur wegen dieses Falls, dass es die USA sind. Herr Dreger, wie sehen Sie denn diese Aussage von Herrn Schrock, also dass im Prinzip genau dies, die Konkurrenz, die man ja auch auf dem globalen Markt hat, dort sicherlich eine Rolle spielt? Ich will Ihnen da ein paar Zahlen nennen. Nach Schätzung des Center for Economic Policy Research des IFO-Instituts beträgt das wirtschaftliche Potenzial für die EU eben aus diesem TTIP 119 Milliarden Euro jährlich. Das transatlantische Handelsvolumen könnte sich verdoppeln und alleine in Deutschland geschätzte 181.000 Arbeitsplätze entstehen. Das sind natürlich die Zahlen der optimistischen Schätzungen, das ist natürlich klar. Aber jetzt mal überspitzt gefragt, was haben Sie gegen Wachstum und den Abbau von Handelsbeschränkungen? Also das Interessante ist, dass die Studie, die Sie gerade zitieren, da haben Sie völlig recht, also die Studienmacher sind sozusagen sehr eng verbandelt mit der europäischen Bankenindustrie. Selbst die sagen, obwohl sie natürlich das Ziel haben, dass sozusagen möglichst eine Prognose entsteht, dass wir ganz viel davon profitieren, die sagen ja zum Beispiel, dass es, wenn TTIP eingeführt wird, in 10 Jahren ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,48% geben wird. Und waren dann selber erschreckt, dass dann Kritiker gesagt haben, 0,48% auf 10 Jahre gerechnet sind 0,048% pro Jahr. Und das sind optimistische Schätzungen von, wie gesagt, von Instituten, die TTIP-Befürworter sind. Letztendlich, die Studie ist ja auch von der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben. Insofern sagen selbst die absoluten Befürworter von TTIP können nicht wirklich darlegen, wo da wirklich die großen Sprünge sind. Sie haben natürlich recht. Das sind doch schon beeindruckende Zahlen. Also, 100 Milliarden sind sozusagen auf große Volkswirtschaften in ganz Europa und USA sind das sozusagen relativ kleine Zahlen. Aber Sie haben natürlich trotzdem recht. Die Frage ist ja richtig, internationaler Wettbewerb haben Sie ja auch angesprochen, quasi die Frage von China. Ich glaube schon, dass das mit eine Rolle spielt. Ich glaube schon, dass sozusagen die Eliten in den USA und in Europa schon sehen, dass China sozusagen wirtschaftlich aufholt und man versucht da natürlich dann irgendwie auch gegenzusteuern. Ich weiß noch nicht, ob das sozusagen unser Punkt sein muss, weil wir davon auch nicht unbedingt profitieren. Es geht natürlich schon darum, China ein Stück weit zurückzudrängen, aber sozusagen löst das die Probleme der Welt? Ist das sozusagen ein Schritt dahin? Sie haben gerade von den Münsteraner Stadtwerken gesprochen. Genau. Also es ist jetzt, für mich stellt sich da die Frage, sehen Sie nicht auch irgendwo Chancen, die sich zum Beispiel für den deutschen Mittelstand aus diesem Abkommen tatsächlich ergeben könnten? Das ist eine interessante Frage, weil wir eigentlich in der konkreten Bündnisarbeit feststellen, dass gerade sozusagen Unternehmen des Mittelstandes selbst auch eher eine skeptische Haltung einnehmen, was TTIP angeht. Also wir hatten ja auch zum Beispiel im Bündnis drinne Leute, die aus diesem Bio-Supermarkt kommen, die nicht nur, weil das sozusagen natürlich auch Genmais und so weiter, dass da die Gefahr droht, sondern auch, weil die halt sehen, wenn die Regulierungen wegfallen, dann ist es natürlich ein leichtes für die großen Ketten, dann sozusagen die Kleinen auch zu schlucken, sozusagen. Weil wozu macht denn der Staat Gesetze, um bestimmte Sachen eben aufzuhalten?
Und wenn eben TTIP kommen würde, dann würden eben bestimmte Schranken fallen, was, wo ich zumindest glaube, dass daher auch ein Stück weit die Sorge im deutschen Mittelstand oder auch in ganz Europa rührt, dass damit eben auch ihre eigenen Existenzen bedroht sind. Qualitätsstandards, soziale Standards, genau. auch Umweltstandards. Genau, es setzen sich ja dann im Prinzip die Skrupellosesten durch. Wenn alle Standards fallen, wenn du sozusagen am extremsten die Umwelt schaden kannst, wenn du die miesesten Löhne bezahlen kannst, dann setzen sich natürlich diejenigen durch, die das am skrupellosesten machen. Und andere Unternehmen, die sich vielleicht eher an moralische Standards halten, wobei letztendlich natürlich da auch der Profit zählt, aber dass diejenigen natürlich dann eher ins Hintertreffen geraten. Das ja? Also direkte Reaktion. Ganz spannend, dass Sie jetzt der Meinung sind, dass also in Europa und in Deutschland also die Unternehmen alle moralische Standards haben und dass bei uns also so fantastische Löhne gezahlt werden. Das sage ich nicht. Von jemandem von der Linkspartei zu hören, ist ja also ganz spannend. Aber Sie wollen sie senken. Das ist das Projekt der Konzerne. Sie wollen die Löhne senken. Es geht vor allen Dingen natürlich darum, dass wir momentan bei den Verhandlungen werden die Standards also miteinander verglichen. Und da ist es natürlich auch ganz klar, dass die EU ist ja kein zahnloser Tiger, sondern die EU kommt mit 500 Millionen Einwohnern und sagt, ihr wollt quasi auch bei uns auf den Markt. Es ist ja nicht so jetzt, dass die amerikanischen Multis hier nach Europa kommen und hier alles kaputt reißen, sondern in Europa gibt es natürlich genauso Konzerne, die in die USA drängen und die dort in dem Moment natürlich ihre Produkte verkaufen wollen. Also insofern ist das, glaube ich, ein gegenseitiger Prozess. Ich möchte vielleicht einen Aspekt in dem Moment noch sagen, und zwar, Sie haben auch ganz zu Recht gesagt, dass das Wachstum, 0,4% auf die nächsten 10 Jahre in dem Moment dann beträgt. Ich glaube tatsächlich jetzt, dass es eine typisch deutsche Diskussion auch ist. Und ich glaube, dass am Ende, also wenn wir dieses Abkommen tatsächlich bekommen sollten, dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass weder die absoluten Befürworter sich durchsetzen, noch die absoluten Kritiker, sondern dass es wahrscheinlich ein Freihandelsabkommen ist, was wir in der Realität kaum bemerken werden. Zumal eben wirklich dieses Handelsvolumen, um das es geht, sehr, sehr gering ist, und es geht wirklich um geringe Kapazitäten. Allein die Zölle betragen, glaube ich, zwischen den USA und Europa zwischen 2-5%. Also die sind sowieso schon sehr, sehr niedrig. Das ist aber nicht die Frage unbedingt. Also und von daher ist glaube ich, die Sorge, die davor in dem Moment ist, eine extrem hohe. Wenngleich ich dann natürlich die kritischen Punkte möchte ich nicht vom Tisch wischen. Wir haben ja vorhin dann auch schon Jean-Claude Juncker angesprochen, der sich zu dem Rechtssystem ausgesprochen hat, was darüber wachen soll und dass er eben nicht zulassen möchte, dass eine unabhängige Rechtsinstanz geschaffen wird. Juncker hat genauso wie auch zum Beispiel der Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung gesagt, dass solche Standards, über die wir ja gerade auch gesprochen haben, dass sie selbstverständlich erhalten bleiben sollen und dass alles dafür getan wird, dass es so ist. Was halten Sie von solchen Aussagen? Gefühlt ist man ja schon einmal zu oft bei sowas auf die Schnauze gefallen. Das ist natürlich, auch Herr Juncker ist natürlich jemand, der Politiker ist gewählt werden wollte. Und ja, also ist natürlich klar, dass es natürlich eine Sache ist, die natürlich auch sich an das Publikum in Anführungsstrichen wendet, ein bisschen beruhigend natürlich auch sein soll. Ich denke, dass wird es in irgendeiner Form eine Kompromisslösung, wird es da in dem Moment geben. Aber diese Kompromisslösung wird auf keinen Fall die sein, dass Standards in Europa geschliffen werden und dass quasi in dem Moment das Böse Monster aus den USA zu uns nach Europa kommt, um uns zu zerfleischen. Also diese Panikmache, die da in diese Richtung geht, die geht also, glaube ich, völlig am Ziel vorbei. Auch gerade auch diese Schiedsgerichtsverfahren zum Beispiel, um dann nochmal wieder ein Beispiel zu nennen, die gehen ja auch in die andere Richtung. Es wird immer so getan, als würden quasi die Schiedsgerichte nur dazu angetan werden, um hier irgendwie den deutschen Staat zu verklagen, wenn die ein Kohlekraftwerk aus den USA abschalten wollen. In die andere Richtung geht es ja auch. Und momentan zum Beispiel, die USA haben ganz viele Schiedsverfahren, also ganz viele Abkommen eben auch. In den USA sind momentan viel mehr Schiedsverfahren anhängig, als dass die USA in anderen Staaten anstreben. Also insofern, dass die USA da diejenigen wären, die uns da irgendwie plattreden würden, das entspricht einfach nicht den Fakten.
Geben wir Herrn Dräger Gelegenheit zur Reaktion. Also wir sollten nicht in Kategorien von was nützt Deutschland, was nützt USA denken, weil es gibt in Deutschland und in den USA gibt es jeweils natürlich unterschiedliche Interessen. Zum einen gibt es die Interessen der dortigen Eliten und es gibt dort die sozusagen die Menschen, die davon betroffen sind. Zum Beispiel von Fracking, davon profitieren US-Konzerne, darunter leiden natürlich Millionen von US-Amerikanern. Anders gesehen auch in Deutschland. Auch hier gibt es sozusagen unterschiedliche Interessen. Deswegen würde ich halt nicht sagen, ja, die Schiedsgerichte, weil sie jetzt in Deutschland oder weil sie auch in den USA gegen USA anhängig sind, deswegen sozusagen ist das irgendwie ein fortschrittliches Projekt. Davon also wir müssen profitieren aber zum Beispiel auch Leute, die momentan günstig Benzin fahren. Also das machen Sie mal eine Umfrage. Wenn gut. Sie das machen, da sind viele Leute, dafür fürs Fracking. Ich bin ja bei Ihnen, wenn Sie sagen, sozusagen es geht darum, wenn es zum Beispiel darum geht beim Fracking, dann profitiert natürlich ExxonMobil, ein großer US-Konzern, davon, wenn TTIP kommt, weil darüber möglicherweise das Liquid Gas, also das flüssig gemachte Gas, dann einfacher nach Europa zu transportieren wäre, weil bestimmte Schranken wegfallen würden. Umgekehrt würde natürlich die Deutsche Bank vom TTIP profitieren, weil darüber möglicherweise die laxeren Regeln innerhalb der Europäischen Union, was Bankenregulierung angeht, dann in die USA überschwappt. Das heißt, es ist ein gegenseitiges Win-Win auf der Elitenebene, auf der Ebene der Konzerne und ein gegenseitiges, wie sagt man, Lose-Lose für die Bevölkerung, weil natürlich da einfach ein Interessensgegensatz ist. Also es ist ja so, dass die Profite irgendwo auch gemacht werden müssen und die Profite werden oft auf Kosten der Umwelt gemacht und sie werden oft auf Kosten von Menschenrechten, von Arbeitsrechten gemacht. Und das erleben wir doch sozusagen jetzt auch, wenn wir uns angucken, was Fracking beispielsweise in bestimmten Landesteilen der USA anrichtet. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn bei uns hier, ich meine, die ganzen Fracking-Gasfelder, die sind ja schon vergeben an Konzerne. Es gibt noch ein Verbot, wenn das ausgehebelt wird, was dann hier in Deutschland los ist. Andererseits schaffen es Bürgerinitiativen ja auch immer wieder, neue Landebahnen für den Frankfurter Flughafen zu blockieren und derartiges. Also ich denke, da ist auch die Zivilgesellschaft vielleicht kein ganz zahnloser Tiger. Aber bevor wir das zu lange machen, wir laufen leider auch schon auf das Ende der Sendung hinzu. Deswegen, Herr Dräger, würde ich Sie gerade noch mal auf etwas ansprechen, was Herr Schrock vorhin genannt hat. Und zwar, dass die Aufregung über TTIP offenbar ein relativ deutsches Phänomen ist. Würden Sie dem zustimmen? Also vielleicht vom Ausblick her, haben Sie das Gefühl, dass es auch in anderen Ländern Europas entsprechende Bewegungen, entsprechende Organisationen gibt, mit denen Sie vielleicht auch schon interagieren? Also dem würde ich nicht zustimmen. Also ich finde, dass... Dem von Herrn Schrock. Den von Herrn Schrock. Okay. Sozusagen, es gibt eine breite internationale Bewegung gegen TTIP. Ich weiß nicht genau, wie stark der Widerstand in den USA selber ist. Ich habe aber auch gehört, dass es dort zumindest auf regionaler Ebene schon einen gewissen Widerstand gibt. Aber in Europa weiß ich zumindest, dass wir zum Beispiel am globalen Aktionstag, der jetzt vor 2 Wochen stattgefunden hat, dass dort in mehreren 100 Städten Europas Unterschriften gesammelt worden sind. Wir haben ja jetzt auch mit der Europäischen Bürgerinitiative 1,7 Millionen Unterschriften schon zusammen gegen TTIP. Und das ist ja nicht nur in Deutschland gesammelt worden, sondern ich glaube in knapp 20 Staaten das Europas. Das muss ja, damit so eine Initiative greift, auch tatsächlich in mehreren Ländern passieren. Aber es ist ein Ausdruck davon, dass es eben nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern eben auch über die Ländergrenzen hinaus. Ja. Den würde ich übrigens gar nicht widersprechen. Also diese Bürgerinitiative gibt es, aber auch da wieder einfach nur mal bei den Zahlen. Also da ist es übrigens ein Punkt gewesen, den habe ich auch eingeworfen damals, als ich auf diesem Podium kam, weil ich damit konfrontiert wurde. Das stimmt, also diese Bürgerinitiative gibt es und gibt auch diese Unterschriften. Ich glaube, es geht in Richtung 2 Millionen. Bezogen auf 500 Millionen Einwohner ist das natürlich noch relativ dürftig. Und Sachen will ich da zumindest bei zu denken geben. Deutschland ist zwar mit 80 Millionen Einwohnern von diesen 500 Millionen das größte Land, aber ist bei diesen Unterschriften auch wieder extrem überrepräsentiert. Ich glaube, über 1 Million von diesen Unterschriften stammen aus Deutschland. Daran kann man eben sehen, dass dieses Phänomen eben doch ein extrem deutsch geprägtes ist. Aus vielen, also ich glaube 1,5 Millionen von diesen Unterschriften stammen, glaube ich, aus den vier größten Staaten und die anderen Staaten sind also kaum daran beteiligt. Insofern ist es natürlich schon. Das greift schon fast in die Frage rein, die ich Ihnen noch stellen wollte jetzt. Und zwar, Sie als Vorsitzender eines Verbandes, der sich ja auch gegen nationale Alleingänge wehrt, die verurteilt und das Gemeinsame in europäischen politischen Prozessen betont und darauf pocht. Haben Sie den Eindruck, dass TTIP
im Moment eine Sache von einigen wenigen nationalen Interessen dann auch ist, wenn wir jetzt das Wirtschaftliche außen vor lassen und tatsächlich auf die nationalen Ebenen gehen. Ich persönlich frage mich zum Beispiel, was jetzt der lettische Baukonzern davon hat, wenn dann irgendwo im amerikanischen Ausland irgendwelche Bauvorhaben ausgeschrieben sind. Was der lettische Baukonzern davon hat? Nein, aber es gibt einfach zum Beispiel auf deutscher nationaler Ebene gibt es Baukonzerne, die die Größe haben, um solche Vorhaben dann auch schon, um sich darum zu bewerben. Unter Umständen haben einige Staaten ja doch mehr davon als andere in Europa. Das ist also ganz bestimmt so. Und ich glaube auch, dass es natürlich also auch von Staaten wie Deutschland natürlich auch gepusht wird. Gerade die Briten sind auch extreme Befürworter dieses TTIP. Das ist natürlich ein Punkt, weswegen man auch besonders kritisch hinschauen sollte, weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass große Staaten, große Nationalstaaten innerhalb der EU versuchen, sich auch zu Ungunsten kleinerer Staaten zu profilieren. Insofern ist natürlich gerade auch diese Perspektive eine, die mir bisher auch viel zu wenig beleuchtet wurde, der lettische Baukonzern, um da vielleicht darauf einzugehen. Es muss kein lettischer sein. Ja, nehmen wir einen estischen. Ja. Der wird vermutlich TTIP zunächst einmal gar nicht merken. Also, weil es wird kein amerikanischer Multi wird nach Estland kommen und dort versuchen, irgendwie die Baustellen zu übernehmen. Genauso die estnische Bauindustrie wird kaum in den USA übersiedeln. Insofern ist das eine Sache, die da sicherlich auch nicht die große Rolle spielen wird. Aber Sie sagen es, wachsam bleiben. Ich denke, das ist auch eine Sache, der Sie sich soweit anschließen können. Wie gesagt, wir müssen jetzt leider auch schon zum Schluss der Sendung kommen. Abschließend habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps von den beiden hier anwesenden Organisationen in Form ihrer Sprecher oder Vorsitzenden. Und zwar zunächst, der JEF-Kreisverband in Münster veranstaltet am Dienstag, dem 5. Mai, einen Abend aus ihrer Reihe Discuss Europe mit dem Titel Licht und Schatten von TTIP – Was verhandelt Europa? Los geht es da um 20 Uhr in der Brücke in der Wilmergasse. Dort finden auch an anderen Dienstagen die regelmäßigen Stammtische der JEF Münster statt. Und was das Bündnis Münster gegen TTIP betrifft, so ist ebenfalls am 5. Mai, wie passend, um 19.30 Uhr das regelmäßige Bündnistreffen angesetzt, was sie dort haben. Und sie sind auch, soweit ich das weiß, am 1. Mai vertreten mit einem Straßenstand bei den Maikundgebungen dieses Jahr. Okay. Wir freuen uns übrigens auch über Mitglieder der Linken, die bei uns vorbeikommen und die kritischen Punkte mit einbringen. Also. Keine Werbeveranstaltung hier. Ja, vielleicht mal eine Diskussion über Frontex wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber nochmal kurz zu den Treffen. Es wäre total super, wenn, also es ist ein offenes Treffen, da können alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Das wollte ich nochmal betonen. Das ist kein Closed Shop bei uns. Das betrifft schätzungsweise die EF ebenfalls. Gut, auch, ich bedanke mich bei meinen Gästen, Herrn Dräger und Herr Schrock, und wünsche noch weiterhin einen schönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe von Nachgehakt nach der Sommerpause. Da geht es dann um die Oberbürgermeisterwahl in Münster. Dankeschön. So. Ja, nee, wir müssen uns auch nach die Hände gehen. Genau. Danke. Nee, das hätte ich sowieso. Also die Hand geben, das würde noch besser sein.